Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute zeige ich euch die Uzi. Ja, die Uzi ist eine Maschinenpistole, hat bei mir auch 6 Punkte verdient, weil sie sehr, sehr, sehr stark ist. Ich mag diese Waffe auf jeden Fall. Ja, kommen wir mal zur Munition. Sie hat 25 zu 275 Schuss. Finde ich ganz in Ordnung für eine Waffe, die man an der Wand kaufen kann. Ja, leider hat sie sehr wenig Munition im Magazin, aber naja. Man bekommt sie nur auf Mob of the Dead, sonst auf gar keiner Karte. Das ist der einzige Nachteil. Ich hätte sie schon sehr gerne auf anderen Karten gesehen, aber naja. Ja, sie kostet 1500 Punkte und wenn man sie nachkaufen möchte, also die Munition, kostet es 750 Punkte, die Hälfte. Sie ist vollautomatisch, wenn man einmal drückt, schießt er alles durch, also wenn man gedrückt hält und ja. Ich benutze sie sehr gerne bei Schmerz direkt am Anfang. Ich mache mir 3000 Punkte, öffne die erste Tür und kaufe mir direkt die Uzi. Weil man mit ihr sehr viele Punkte machen kann und außerdem macht sie sehr, sehr viel Schaden. Kommen wir mal zur gepäckgepunchten Version von der Uzi. Das ist die Onkel Gel oder Onkel Gel. Keine Ahnung, wie man sie nennt. Also auf jeden Fall Onkel Gel. Ja, ihr gebe ich eine Stärke von 10 Punkte, weil sie sehr geil ist und ich liebe diese gepäckgepunchte Uzi einfach nur. Sie geht sowas von heftig ab und ja. Sie hat 25 zu 300 Schuss, ist sehr, ja, ist gerade nicht so viel, aber auch viel für eine Uzi, für eine Maschinenpistole, aber naja. Ist sie mehrfach punchbar? Nein. Ja, sie macht sehr viel Schaden. Leider hat sie auch, wie bei der normalen Version, sehr wenig Munition in einem Magazin. Aber was will man machen? Da hätte ich mir schon gewünscht, dass sie gepäckgepuncht ungefähr so 40, 35 Schuss in einem Magazin hätte. Aber, naja. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video und haut rein.